Das ist der Tagesordnungspunkt 101. Es ist die erste Lesung, dringlicher Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, zweites Gesetz zur Änderung des Artikels 141 Gesetzes. Die Drucksachennummer ist 3050 aus dieser Legislaturperiode. Und zur Einbringung hat das Wort der langjährige Kollege in diesem Hause, Herr Kaufmann. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Namens der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bringe ich heute jetzt hier einen Entwurf für ein zweites Gesetz zur Änderung des Artikel 141 Gesetzes, die Drucksache 20/3050, in den Landtag ein, die dann nach der ersten Lesung an den Haushaltsausschuss überwiesen werden soll, damit wir morgen Abend mit darüber beraten können. Der Gesetzentwurf sieht eine Änderung des § 2 des Gesetzes vor und ist notwendig geworden, weil zwischen Regierungsmehrheit und Opposition leider keine Verständigung darüber möglich war, dass wir in der Corona-Krise ein gemeinsames, entschlossenes und zügigen Handelns den Menschen in Hessen schuldig sind. Ende März war unter dem Eindruck des aktuellen Umsichgreifens der Pandemie dies noch möglich. Jetzt, wo die Ausmaße und insbesondere die Folgen der Krise immer deutlicher werden, kam eine Einigung leider nicht mehr zustande. Für aufmerksame Beobachterinnen hat sich dies schon in der Debatte am letzten Dienstag abgezeichnet, als der Lösungsweg der Koalition von der Opposition heftig diffamiert wurde. Wir haben auch danach dennoch nichts unversucht gelassen, um zu einer Einigung mit der SPD und FDP zu kommen. Es haben zu dieser Problematik 6 längere Beratungen der Haushaltspolitikerinnen und Fraktionsvorsitzenden von 4 Fraktionen und mit dem Finanzminister stattgefunden, ergänzt um Telefongespräche, die der Ministerpräsident geführt hat. Es gab dabei natürlich Kompromissvorschläge. Doch als es schon nach Annäherung aussah, kamen dann wieder Rückschläge. Im Nachhinein wurden sie von der Opposition zu Missverständnissen erklärt. Meine Damen und Herren, worum geht es? Die bereits keineswegs überwundene Pandemie hat zu einem Lockdown geführt, der Gesellschaft und Wirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Wiederbelebung des gesamten öffentlichen und privaten Lebens voranzubringen. Eigentlich sollten wir über diese Aufgabe einig sein. Auch über ihre Dimension, die sicherlich schon von der Größenordnung her alles bislang Erlebte in den Schatten stellt, sollte es eigentlich auch darüber keinen Streit geben. Und schließlich auch darüber nicht, dass die Aufarbeitung äußerste Anstrengungen über mehrere Jahre bedarf. Wenn dies alles zutrifft, dann geht es also letztlich gar nicht um das Ob, sondern allerhöchstens um das Wie, nämlich wie man das gemeinsame Wollen am besten realisiert. Meine Damen und Herren, nach der Debatte am Anfang der heutigen Sitzung und der Empörungsorgie von Günther Rudolph müssen wir alle erkennen, dass es mindestens der SPD primär um sich selbst und ihre schwindende Bedeutsamkeit geht, ein legitimes Problem, aber leider keine Hilfe für die Menschen in Hessen. Meine Damen und Herren, uns stellt sich dagegen die Frage, wie man die beschriebenen Aufgaben am besten bewältigt. Schließlich haben die Menschen in Hessen zu Recht hohe Erwartungen, dass die Politik auch für diesen zweiten Teil der Krise gute Lösungsangebote liefert. Angesichts der Größe der Aufgabe ist der Streit zwischen Regierungskoalition und Opposition über den richtigen Weg im Vergleich dazu eher von deutlich untergeordneter Dimension. Denn wirklich wichtig sind zuverlässige und wirksame Hilfen für die Hessinnen und Hessen, die Gesellschaft und die Wirtschaft.
Meine Damen und Herren, obwohl wir alle wissen, dass die Lösung nicht in diesem einen Jahr erfolgen kann und auch nicht erfolgen wird, verlangt die Opposition dennoch, dass es keine Gesamtlösung mit klarer Perspektive geben darf, sondern dass lediglich Trippelschritte gemacht werden dürfen, ohne jegliche Antwort auf die Frage zu geben, wie es denn konkret nach dem Jahreswechsel, also von heute aus betrachtet in einem halben Jahr, weitergehen wird. Der markante Unterschied zwischen dem Vorschlag der Landesregierung und der Koalition auf der einen Seite und den Forderungen der Opposition auf der anderen Seite wird sehr deutlich, wenn man es vergleicht. Wir, das heißt die Koalition, wollen ein Sondervermögen mit klarer Begrenzung als stabile Finanzierungsgrundlage und somit Verlässlichkeit. Dieses Sondervermögen wird ausschließlich dafür eingesetzt, um in den kommenden drei Jahren die Corona-bedingten Schäden zu regulieren und den Neustart auf festem Fundament zu ermöglichen. Die Opposition hingegen nennt dies Blankoscheck. Allein diese Bezeichnung verdeutlicht doch, dass es ihr nicht um Problemlösung, sondern im Wesentlichen um den eigenen Einfluss geht. Konsequenterweise wollen SPD und FDP mit mehreren Nachtrags- und Jahreshaushalten, die lediglich kleinteilig an die Problemlösung herangehen, um dabei stets ihre Vorstellungen durchzusetzen. Es ist doch offenkundig, dass auf diese Weise die Menschen in Hessen und ihre Sorgen dabei völlig ins Hintertreffen geraten. Nämlich, weil dadurch die staatlichen Hilfen für die Bewältigung der Probleme dem Gutdünken der Opposition überantwortet werden, die aber letztlich die Regierungsverantwortung nicht trägt. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen als Erfahrung der letzten Wochen somit leider berichten, dass solange die im Gesetz damals unter anderem auch gegen die Stimmen der SPD verankerte Zweidrittelmehrheit besteht, dass solange ein gemeinsames Agieren leider nicht möglich zu sein scheint. Die vielfältigen Bemühungen und Angebote der Koalition an SPD und FDP scheiterten am Ende immer wieder, weil bei ihnen das parteipolitische Interesse letztlich doch die staatspolitische Verantwortung besiegt hat. Man würde halt so gern in den kommenden Jahren mindestens in der Haushaltspolitik mitregieren wollen. Das haben zwar die hessischen Wählerinnen und Wähler am Wahltag anders entschieden, aber wir alle kennen ja das Leitmotiv, Opposition ist Mist. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zur Opposition kann eine verantwortliche Regierung und die sie tragende Mehrheit, zumal in der Krise, ein solches Verhalten natürlich weder mitmachen noch tolerieren. Vielmehr ist hier etwas ganz anderes gefordert. Die jederzeitige Handlungsfähigkeit der Regierung muss gewährleistet sein, um mit Besonnenheit die Probleme anzugehen und mit Klarheit Lösungswege aufzuzeigen. Und genau das werden wir tun, indem wir den Blockadebolzen Zweidrittelmehrheit mit dieser Gesetzesänderung herausziehen. Wer sich für Blockade entschieden hat und dabei bleibt, darf es sich nicht wundern, wenn Sie oder er am Ende der Debatte als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Letzter Satz, Herr Präsident. Wir sind heute in der ersten Lesung. Für eine gemeinsame Gestaltung der Zukunft ist der Weg also keineswegs blockiert. Gemeinsamkeit setzt allerdings voraus, dass die Oppositionsfraktionen sich darauf besinnen, dass ein Kompromiss immer auch ein Entgegenkommen enthalten muss. Auf der eigenen Ausgangsposition unverrückbar zu beharren, Herr Kollege, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nur für das Gefühl, liebe Kolleginnen und Kollegen, es waren 50 Sekunden mehr als vereinbart. Kollege Weiß hat nunmehr das Wort, und ich gebe es ihm auch.
Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann klatschen, so viel man will. Aber ich finde es unfair, wenn erst der Kollege tierisch überzieht und dann mit Klatschen man weiter überziehen möchte. Ich will das mal hier sehr, sehr deutlich sagen. Und ich werde das auch im Ältestenrat bei der nächsten Sitzung so ansprechen. Kollege Weiß hat nunmehr das Wort. Und wir sind jetzt bitte alle ruhig und hören ihm genauso geduldig zu wie dem Kollegen Kaufmann. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Entschuldigung, wenn der Ministerpräsident meint, vom Pult aus oder von der Regierungsbank aus reden zu müssen, er darf es nicht. Ich wollte nur mal sagen, Sie dürfen so lange klatschen, so wie Sie wollen. Aber lieber Herr Kollege Al-Wazir, nicht von diesem Platze aus, jedenfalls nicht als Zwischenruf. Es ist jetzt, glaube ich, gerade mal gut, dass wir die Regeln beachten. Vielen herzlichen Dank. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ja mit vielen Reden hier gerechnet, sage ich mal ganz ehrlich. Aber mit so einer Rede, die jeglichen Funken von Scham und Anstand hier gerade hat vermissen lassen, mit so etwas hätte ich nicht gerechnet, Herr Kollege Kaufmann. Mit so etwas nicht. Das ist unglaublich, was Sie hier gerade abgeliefert haben. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Letzten Dienstag, wir haben es gehört, das ist eine Woche her, hat an dieser Stelle die Landesregierung einen Gesetzentwurf über ein Sondervermögen eingebracht. Sie hat dafür benötigt einen Zweidrittelbeschluss dieses Landtags. Heute, genau gerade mal eine Woche nach der Einbringung, erklären die Fraktionen von CDU und GRÜNEN die Bemühungen der Landesregierung für gescheitert. Die Landesregierung ist gescheitert, ein gesetzliches Erfordernis für ihr eigenes Sondervermögen zu erfüllen. Nach einer Woche parlamentarischem Verfahren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jeder, der gerade die Rede von Frank Kaufmann gehört hat, der kann ohne Probleme die These vertreten, genau darauf haben Sie es abgelegt. Genau darauf haben Sie es angelegt, Herr Kaufmann. Aus jedem Wort, das Sie hier eben gesprochen haben, sprach es heraus, dass Sie es genau auf dieses Scheitern angelegt haben, und zwar von Anfang an. Und ich habe vor einer Woche hier Churchill zitiert, verschwende nie eine gute Krise. Und ich fühle mich in gewisser Weise bestätigt. Denn das, was hier passiert, ist das Nutzen der Krise durch diese Landesregierung zulasten des Parlaments, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich muss sagen, den GRÜNEN traue ich ja inzwischen alles zu. Herr Kaufmann, das, was Sie hier eben gemacht haben, dass Sie Reden der Opposition von letzter Woche hier bezeichnet haben, wir würden etwas diffamieren, wenn Sie von Empörungsorgien sprechen, das ist schlicht und einfach eine Unverschämtheit gegenüber der Oppositionsabgeordneten in diesem Haus. Das muss ich Ihnen einmal sagen. So geht man mit uns nicht um, Herr Kaufmann. Diese grüne Überheblichkeit, die aus Ihnen wieder rausstrahlte, eben von diesem Pult, uns die Welt zu erklären. Man kennt das, ich kenne das ins Englische, inzwischen deutsche Wort Mansplaining, wo so gesetzte ältere Herren jüngeren, vor allem Damen, mal erklären, wie die Welt ist. Es gibt noch eine Steigerung von Mansplaining, das ist Kaufmansplaining, haben wir eben gehört, was Sie hier eben gemacht haben. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, von den GRÜNEN habe ich nichts anderes erwartet. Aber dass die CDU sich hier als doloses Werkzeug der GRÜNEN darstellen lässt und offensichtlich in der Art und Weise ihres Politikstils sich bei Mitgliedern aus anderen, aus der EVP-Familie einige Werkzeuge abguckt, wie man hier regiert, das wundert mich schon sehr. Und ich will Ich will hier nur einmal sagen, ich kann mich noch sehr gut an die Debatte von 2013 erinnern. Sie konnten gerade, die Kolleginnen und Kollegen der CDU, das nicht hoch genug hängen, die Schuldenbremse mit der Zweidrittelregelung. 70% Zustimmung bei der Volksabstimmung. Und das sollte sich auch an einer Zweidrittelregelung im Gesetz zum Ausdruck kommen.
Und dann habe ich jetzt hier in den Antrag, in die Gesetzesbegründung reingeschaut, weil ich erwartet habe, dass bei so einer gewichtigen Zweidrittelregelung die Gründe, die rauszunehmen, auch besonders gewichtig sind. Und dann gucke ich in die Begründung von Ihrem Gesetz, hat der Kaufmann übrigens überhaupt nichts zugesagt. Da steht dann drin, die bisherige Regelung kommt daher allenfalls der Charakter einer parlamentarischen Selbstbindung zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was heißt das? War das bis jetzt ein freundlicher Hinweis, was hier im Gesetz stand? Hat das rein deklaratorischen Charakter gehabt? Allenfalls parlamentarische Selbstbindung? Wie bitte? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich zitiere aus der Gesetzesbegründung, Drucksache 18/7253, die hier vor fast genau 7 Jahren beschlossen wurde. Durch die erforderliche Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Landtags soll die Hürde für eine Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des § 2 so weit erhöht werden, dass eine missbräuchliche Inanspruchnahme ausgeschlossen ist. Das soll rein deklaratorische Wirkung haben. Das soll rein deklaratorische Wirkung haben. Im Ernst, Herr Pentz, ich sehe, dass Sie da sitzen. Ich zitiere Sie mal hier aus der zweiten Lesung zu dem damaligen Ausführungsgesetz Schuldenbremse, 25. Juni 2013. Manfred Pentz. Das heißt, sollte es zu einer solchen außerordentlichen Situation kommen, müssen mindestens 2/3 der Abgeordneten dieses Hauses dafür stimmen, dass Schulden aufgenommen werden. Da ist es keine Frage, ob die Landesverfassung bisher eine Zweidrittelmehrheit vorsieht oder nicht, sondern es geht darum, dass keine Regierung nach eigenem Gutdünken Schulden durch die Hintertür machen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Gesetzentwurf macht die Landesregierung genau das. Sie kann in den nächsten 3 Jahren nach eigenem Gutdünken 12 Milliarden € ausgeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, dann gucke ich mir, was steht da noch im Gesetz drin, in der Begründung. Da steht dann drin, diese einfach gesetzliche Selbstbindung des Parlaments hat sich im Verlauf ihres ersten Anwendungsfalls als nicht praktikabel erwiesen. Nicht praktikabel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man keine Gründe hat, jedenfalls keine, die man kommunizieren kann, schreibt man so etwas rein. Das ist nicht nur intellektuell beleidigend, sondern es ist schlicht falsch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben den ersten Nachtrag. Wir haben den ersten Nachtrag hier an einem Tag durchgebracht, in 3 Gesetzeslesungen. Die Opposition hat das alles mitgemacht. Und dann so etwas reinzuschreiben, nicht praktikabel, das finde ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der Haltung, die wir in der Opposition an den Tag gelegt haben beim ersten Nachtrag, schlicht eine Unverschämtheit. Nichts anderes ist das. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist auch abgelaufen. Ich habe ja erst noch eine halbe Minute angefangen. Nein. Herr Präsident, ich habe erst nach 7 Minuten angefangen zu reden. Also, ich will auch sagen, es ist nicht nur eine Unverschämtheit, es ist auch schlicht und einfach sachlich falsch, was da drin steht, dass es erst eine Praktikabilität nicht gegeben sein soll. Das stimmt schlicht und einfach nicht. 4,5 Milliarden Euro haben wir Ihnen vorgelegt in einem Nachtrag, den wir eingebracht haben. Das sind 500 Millionen € mehr, als diese Landesregierung selber als Bedarf angemeldet hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. 500 Millionen € mehr für Gesundheit, für Sicherheit, für Rechtsansprüche der Kommunen, alles da. Das kann ich Ihnen sagen. Und das dann hier so abzutun, das abzuwischen und zu riskieren, so einen politischen Scherbenhaufen, so eine Beschädigung des politischen Klimas, das ist nicht akzeptabel. Dr. Büger hat im letzten in seiner Rede hier im letzten zum letzten Tagesordnungspunkt Willy Brandt zitiert, Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit. Zu Schwarz-Grün passt der Zweck heiligt die Mittel gegen alle guten Sitten, liebe Kolleginnen. Vielen Dank. Als Nächster spricht für die FDP-Fraktion deren Fraktionsvorsitzender René Rock.
Herr Staatsminister, das kann ich Ihnen sagen, 1:20 mehr. Und trotzdem bitte ich herzlich, dass von der Regierungsbank nicht mehr dazwischengerufen wird. Entschuldigung, Herr Staatsminister, ob Sie dazwischen reden oder ob Sie mit sich selbst reden, ich bin es ein bisschen müde, mich darüber mit Ihnen darüber zu streiten. Wir haben Regeln, und die halten wir uns dran. Und wer Selbstgespräche führt, muss halt auch rausgehen. Herr Rock, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich muss hier jetzt eine Rede halten zu einem Punkt, was ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich das hier in diesem Hessischen Landtag noch einmal so aufführen muss und so eine Rede halten muss. Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier in Hessen eine Volksabstimmung gemacht, eine Volksabstimmung über eine Schuldenbremse mit dem Argument der Generationengerechtigkeit, mit dem Argument der Nachhaltigkeit. Und die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land haben mit über 70% sich für diese Schuldenbremse ausgesprochen. Und dann haben wir mit einer intensiven Debatte hier um die richtige Lösung gestritten. Und wir haben gemeinsam mit unseren Freunden von der Union uns dafür entschieden. Und jetzt ist ja das Zitat von Herrn Pentz hier schon vorgetragen worden. Ich muss es nicht wiederholen. Mit Vehemenz aus der Union und von uns dafür eingetreten worden, dass, wenn mit einer so deutlichen Mehrheit die Bevölkerung in unserem Land dem einen so hohen Stellenwert zumisst, dass sich das auch wieder in den gesetzlichen Regelungen, in den Regelungen dieses Parlaments wiederfinden muss. Dass Sie sich heute davon verabschiedet haben, liebe Kollegen von der CDU, ist ein Wortbruch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Dafür müssen Sie sich verantworten. Und wenn ich noch einmal Herr Pentz aus Ihrer Rede zitieren darf, Herr Pentz, wenn ich noch einmal zitieren darf aus Ihrer Rede, die mir deutlich besser gefallen hat als der Wortbeitrag von dem Herrn Kaufmann. Sie haben gesagt, meine Damen und Herren, wir wollen, wenn es zu Ausnahmen von der Schuldenbremse kommen muss, dass dies in einem großen Konsens der Demokraten im Landtag geschieht. Das war Ihr erklärter Wille, und es war auch unser erklärter Wille, dass genau diese besonderen Zeiten, ein besonderes Zusammenstehen dieser Volksvertretung erfordert, um deutlich zu machen, dass es nicht der Alltag ist, dass es nicht das politische Klein-Klein ist, und dass wir hier über die großen Dinge reden und nicht über die Nachkommastelle in einem Haushalt. Wir als Freie Demokraten, und jetzt nehme ich die SPD, weil sie mit uns an diesem Verhandlungstisch gesessen hat, mit ins Boot an dieser Stelle, haben zu keiner Zeit, ob das zum ersten Nachtragshaushalt war oder in den Gesprächen, die wir zum zweiten Nachtragshaushalt geführt haben, nur eine Sekunde an dieses parteipolitische Klein-Klein gedacht, sondern uns ging es immer darum, den Menschen in unserem Land zu helfen, die jetzt Hilfe brauchen, die wir nicht allein lassen dürfen. Und ich verstehe natürlich die Koalition, dass heute Herr Kaufmann hier stand. Herr Kaufmann stand hier und hat diesen Gesetzentwurf vertreten. Der stand hier und kein Kollege von der Union, die größere Fraktion, die hier immer finanzpolitische Verantwortung für sich in Anspruch nimmt, die den Minister stellt. Nein, der Herr Kaufmann stand hier. Warum stand er hier? Weil er auch in diesen Verhandlungen derjenige war, der den Druck gemacht hat. Die GRÜNEN haben den Druck gemacht, dass diese Verhandlungen gescheitert sind. Und jetzt freuen Sie sich noch darüber. Das war reine Machtpolitik, die Sie gemacht haben. Reine Machtpolitik. Sie haben doch in Wirklichkeit Angst gehabt, dass Sie einfach von der SPD ausgetauscht werden, von der Union. Oder was weiß ich, was in Ihren Köpfen vorging, warum die Regierung irgendwie gefährdet ist. Sie regieren in diesem Land. Sie regieren in diesem Land mit der minimal möglichsten Mehrheit, die juristisch überprüft wird, wo wir wissen, dass es ein paar hundert Stimmen sind, die Sie eine Mehrheit hier haben in diesem Land. Diese paar hundert Stimmen, die niemals dazu reichen würden, Ihnen ein zusätzliches Mandat in diesem Landtag zuzugestehen, die nehmen Sie als Rechtfertigung, in einer Krise hier alles umzustoßen und den politischen Konsens aufzukündigen.
und Sie beschweren sich hier, dass die Opposition so wütend ist. Da beschweren Sie sich. Das ist unglaublich. Wir haben in dieser Situation, die für unsere Menschen in unserem Land so herausfordernd sind, haben wir alles zur Seite geschoben. Wir haben an einem Tag haben wir Ihnen 2 Milliarden € zur Verfügung gestellt. Nach 2 Telefonaten des Finanzministers haben wir gesagt, wir vertrauen Ihnen 2 Milliarden zusätzliches Geld an. Davon haben Sie erst 500 Millionen € ausgegeben, und davon liegen noch ohne Ende Geld in Ihrem Schatzkästchen, das Sie in Ihrer Regierung verwalten. Dieses Vertrauen haben wir Ihnen innerhalb von einem Tag gegeben. Und dann unterstellen Sie uns Ihr parteipolitisches Kleinklein. Das ist unfassbar und eine Unverschämtheit. Und darum sind wir sauer. Und das Traurige ist, dass Sie ja wirklich in diesem Landtag seit anderthalb, also dass wir wirklich seit der Konstituierung dieses Landtags versucht haben, zusammen hier ein anderes Klima vorzuführen, anderes Zusammenleben zwischen den Fraktionen zu leben. Da haben auch Schicksalsschläge von wichtigen Menschen, Persönlichkeiten eine Rolle gespielt, die gesagt haben, nein, wir wollen uns anders benehmen. Wir wollen hier anders sein und anders auftreten. Wir wollen die Dinge ernst nehmen und uns in der parlamentarischen Auseinandersetzung wirklich genau auf die Sache konzentrieren und die persönlichen Dinge zur Seite schieben. Sie haben diese Kultur mit diesem perfiden Angriff, den Herr Kaufmann auch hier noch einmal geführt hat, indem er aus meiner Sicht absolute Unwahrheiten hier vorne von sich gegeben hat aus den Verhandlungen. Absolute Unwahrheiten. Die Opposition hat nie verlangt, mitzuregieren. Wir haben nie, auch nie, wir haben nie, ja, Herr Wagner, Sie können ja dann hervorkommen und können sagen, wie es aus Ihrer Sicht wirklich war. Das ist doch das, was Sie hier kolportieren. Wir haben Kompromissvorschläge gemacht, bis an die Grenze dessen, wofür wir bereit waren. Sie haben überhaupt keine Kompromissvorschläge gemacht. Sie haben sich einbotoniert hingestellt. Das Einzige, was Sie mal erwähnt haben, Sie könnten aus diesem Fonds die kommunale Seite rausnehmen. Ja, Sie haben gesagt, Sie können die kommunale Seite rausnehmen. Das war der einzige Vorschlag einer Veränderung. Sonst haben Sie konsequent aus den Vorschlägen der Landesregierung in 6 Runden beharrt, und Sie haben sich null bewegt in irgendeiner Art und Weise. Und ich hätte hier nicht aus den Verhandlungen berichtet, wenn Sie, Herr Kaufmann, nicht hier vorne gestanden hätten und versucht hätten, den Eindruck zu erwecken von einer Unwahrheit. Und darum bin ich jederzeit bereit, hier zu erklären, wie das wirklich war. Sie haben sich verweigert, Sie machen Machtspielchen, und Sie wollen eben nicht eine breite Einigung zugunsten der Bevölkerung. Sie wollen sich die Krise zu Nutzen zu machen, um Ihre Macht zu festigen. Nichts anderes wollen Sie tun, und das lassen wir nicht zu, dass Sie uns dafür auch noch den schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Das ist ungehörig. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abgeordnete Heidkamp. Also, Herr Kollege Heidkamp, Sie haben das Wort. Lassen Sie sich nicht irritieren. Die Redezeit läuft dann, wenn Sie beginnen. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Ihre Kommentare sind willkommen, Frau Wiesler. Ich muss Ihnen sagen, ich bin unwahrscheinlich enttäuscht. Ich habe hier als Neuling im Parlament etwas ganz Tolles erlebt. Wir hatten große Probleme im Land, und dann wurden wir alle zusammengerufen. Wir wurden mit allen Informationen ausgestattet, die man für solche Entscheidungen braucht. Und dann wurden Entscheidungen getroffen, die besonders in unserem Fall nicht immer zum parteiinternen Vorteil waren. Wir sind das mitgegangen, weil wir haben die Interessen des Landes sehr oft über unsere eigenen Interessen gestellt. Es tut mir schon leid zu sehen, dass eine CDU hier ihr eigenes Kind begräbt. Schuldenbremse, Verfassungsausführungsgesetz, 2 Drittel Mehrheiten, damit da keine Dummheiten gemacht werden.
Wir haben das Abstimmungsverhalten auch geändert. Wir waren mit Corona, wir sind damit einverstanden, dass hier nur wenige Abgeordnete sitzen, obwohl unsere Kollegen gerne mitbestimmen würden. Haben wir alles mitgemacht. Nach dem Herrn Weiß und nach dem Herrn Brock. Herr Kollege Heidkamp, Sie haben das Wort, und ich bitte alle übrigen Herrn Kollegen Heidkamp zuzuhören. Wenn Sie reden möchten, verlassen Sie bitte den Saal. Herr Präsident, habe ich ein Problem oder hat das Parlament ein Problem? Wie wollen Sie diesen Fehler, den Sie hier begehen, wieder zurückholen? Das Schlimme ist, es ist absolut unnötig. Es wurde ja hier von Vorrednern schon dargestellt. Wir brauchen noch einen Nachtragshaushalt. Dazu haben Sie praktisch alle Berechtigungen. Mit diesem Nachtragshaushalt erreichen wir mit Leichtigkeit September, Oktober, sogar Ende des Jahres. Bis dahin haben wir viel mehr Deutlichkeit über die Entwicklung. Damit wissen wir auch, nein, nicht Glaskugel. Die Glaskugel machen Sie. Doch. 12 Milliarden, die Sie ausgeben können, wann Sie möchten, zum Kommunalwahlkampf 21 und zum Landestagswahlkampf 23. Deswegen ist das genau auf diese Datenbereich. Die Glaskugel sind Sie. Okay, nach dieser positiven Erfahrung wurden wir auf einmal aus den Koalitionsverhandlungen mit der SPD und der FDP ausgeschlossen. Das ist absolut undemokratisch. Denn es geht ja nicht nur darum, etwas zu entscheiden, sondern dadurch, es soll ja 6 Verhandlungsrunden gegeben haben, wurden wir ja auch von den wesentlichen Informationen ausgeschlossen. Und das ist undemokratisch. In dieser Situation, ohne jeden Grund, einen grundsätzlichen, aber kleinlichen Streit über die Auslegung von Gesetzen vom Zaun zu brechen, kann nur falsch und nachteilig sein. Die im Zusammenhang mit dem Eingang der Schuldenbremse in die Hessische Verfassung geschaffenen Hürden für die Aufnahme von Krediten zur Schuldenfinanzierung des Haushalts wurden bisher insbesondere von der CDU als historische Erfahrungen gefeiert. Ihr neues Gesetz zur Änderung des Artikels 141 Gesetzes ist keine Lappalie, sondern fügt dem gesamten Konzept der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse unheilbaren Schaden zu. Wir gehen davon aus, dass dieser Schritt in Zukunft nicht mehr rückgängig zu machen sein wird. Die Regierung muss sich der Frage stellen, ob das von ihr ausgelöste Machtspiel für eigene kurzfristige Interessen nicht einen größeren Schaden hinterlassen wird, als es je nutzen könnte. Dann habe ich noch eine kleine Bemerkung zu machen. Nach den Sirenenklängen aus dem Finanzministerium in Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium änderte sich auf einmal die Stimmungslage. Wir wissen nicht, warum. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass wir bei dem zweiten Nachtragshaushalt uns die Situation etwas kritischer ansehen werden und gerne die Entwicklung kritisch begleiten würden. Das war das Einzige. Ab da sind wir eine undemokratische Partei geworden. Ich glaube, das sollte uns einmal erklärt werden. Sie sind ja auch dabei. Sie hat man doch in Gefangenschaft mit uns genommen, damit man das überhaupt machen konnte. Ja, Sie haben es ja nicht verstanden. Der Herr Boddenberg hat mich persönlich enttäuscht. Er hat hier an diesem Pult gesagt, ich stecke meine Füße in große Schuhe. Sie waren zu groß. Vielen Dank, Herr Kollege Heidkamp. Nächster Redner ist der Abg. Jan Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Es ist noch nicht allzu lange her. Da hat man uns hier im Hessischen Landtag bei jeder Haushaltsdebatte, vor allem eine Mehrheit von CDU und GRÜNEN, gebetsmühlenartig erklärt, dass das Land Hessen keine neuen Schulden machen dürfe, dass mit Überschüssen sogar Schulden zurückzuzahlen seien, dass die schwarze Null das oberste Ziel aller Haushaltspolitik sein müsse, die Schuldenbremse sakrosankt seien und ihre Vorgaben unbedingt und strikt und sowieso und immer eingehalten werden müssen. Noch vor wenigen Monaten bezeichnete der auf tragische Weise verstorbene Finanzminister Dr. Schäfer in einem vielbeachteten Gastbeitrag der FAZ die Schuldenbremse sogar als Erfolgsmodell. Kritische Ökonomen, Gewerkschafter, DIE LINKE, viele andere haben diese Position immer für falsch gehalten. Wir und viele andere haben Ihnen vorgehalten, dass die Errichtung von bezahlbaren Wohnungen, die Sanierung von Schulen und Krankenhäusern, die Finanzierung von Frauenhäusern, die Bekämpfung von Armut und günstigere Preise in Bus und Bahn für heutige und kommende Generationen viel wichtiger sind als ausgeglichene Haushalte. Dafür sind wir in diesem Plenum nicht nur von CDU und GRÜNEN verlacht, verschrien und verspottet worden. Zu Unrecht, wie sich spätestens jetzt zeigt. Wenn man CDU und GRÜNEN an ihren eigenen politischen Prinzipien messen würde, dann ist der hier vorliegende Dringliche Gesetzentwurf nicht weniger als ein Eingeständnis in das unmissverständliche Scheitern ihrer falschen Haushaltspolitik. Misst man sie an ihren eigenen Maßstäben, dann hätten Sie es eigentlich mehr als verdient, dass Sie mit Ihren Plänen richtig krachen, scheitern werden. Ihre Haltung ist vor allem eines absolut unglaubwürdig. Der vorliegende Gesetzentwurf ist aber noch viel mehr. Er ist aus unserer Sicht das Eingeständnis in das Scheitern der Schuldenbremse als solche und auch das Scheitern der konkreten Regelungen in Artikel 141. Da kommt jetzt die erste, zugegebenermaßen große Krise. Und die von Ihnen zu verantwortende Architektur der Schuldenbremse bricht jämmerlich in sich zusammen. Werfen wir doch einmal einen Blick in die Geschichte. 2011 hat eine ganz große Koalition hier aus CDU, FDP, SPD und GRÜNEN für die Verankerung der Schuldenbremse in der Landesverfassung getrommelt. Nach der Abstimmung konnte es dann vor allem der CDU und der FDP nicht restriktiv genug gehen. Gegen den Rat vieler Experten verankerten CDU und FDP eine unsinnige Zweidrittelregelung für die Aussetzung der Schuldenbremse in der Krise. Und ich möchte da auch noch einmal an die Worte des Abgeordneten Pentz vom 25. April 2013 erinnern. In einer Notsituation müsse ein Beschluss mit Zweidrittel notwendig sein. Damit, so der Abgeordnete Pentz, solle sichergestellt werden, die Ausnahme nur mit einer breiten parlamentarischen Mehrheit festgestellt werden kann. Wenn man sich dieses Prinzip der Hessen-CDU anschaut, dann gilt da, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wie gesagt, wir haben die Zweidrittelregelung immer abgelehnt. Übrigens, in dieser Debatte vom 25. April haben die Abgeordneten Kaufmann und Schmidt, SPD, die Zweidrittelregelung scharf kritisiert und sogar Befürchtungen geäußert, sie sei mit der Verfassung unvereinbar. Abgeordneter Schmidt, SPD. Es war ein anderer Abgeordneter, der damals feststellte, eine Zweidrittelregelung, die mit einer einfachen Mehrheit geändert werden kann, das ist aber ein ziemlich irrationaler Vorschlag, der wahrscheinlich nur irgendwem als Verhandlungsmasse dienen könne. Das war niemand anderes als Willy van Ooyen, wie recht unser Willy doch damals hatte, mit dem Blick auf die Debatten von heute, meine Damen und Herren. Doch damit nicht genug. Die Hardcore-Befürworter der Schuldenbremse wollten ja noch mehr. Innerhalb von 7 Jahren, da waren wohl Anthroposophen am Werk, sollen laut Ausführungsgesetz die Kreditaufnahmen getilgt werden. Welch ein Irrglaube, welch ein aberwitziger Zeitraum. Das scheint ja jetzt sogar die Regierung erkannt zu haben. Sie schreiben in Ihrem Gesetzentwurf, ich zitiere, ein Regelzeitraum von 7 Jahren für die vollständige Kreditrückführung ist mit den Herausforderungen einer schwerwiegenden Krise nicht vereinbar.
Oh Mann, muss man sagen. Diese Erkenntnis aber, meine Damen und Herren, die hätten Sie auch schon früher haben können. Wofür Sie Jahre und eine schwere Krise gebraucht haben, das haben Ihnen doch die Experten schon 2013 gesagt. In der Krise braucht Hessen einen handlungsfähigen Staat. Und die Schuldenbremse und die von Ihnen zu verantwortenden Regelungen, die haben sich als ein großes Hemmnis für ein entschlossenes Handeln in der Krise erwiesen. Und deswegen, und aber nicht nur deswegen, müssen sie grundsätzlich überwunden werden. Und damit Sie sich jetzt auch nicht zu sehr brüsten, Sondervermögen, 12 Milliarden, Kreditermächtigung, eines ist doch völlig klar, ein schwarz-grünes Weiterwursteln in der Krise, das wird den Menschen und den von der Politik geschaffenen Problemen nicht gerecht. Was es jetzt braucht, das ist ein sozial-ökologischen Neustart aus der Krise. Bei Ihnen finden sich nur PowerPoint-Präsentationen und Lippenbekenntnisse. Für einen sozial-ökologischen Neustart braucht es einen verbindlichen, einen rechtssicheren Plan, um Schulen und um Krankenhäuser zu sanieren, preiswerte Wohnungen zu errichten, Kitas und Frauenhäuser zu finanzieren und endlich günstigere Tickets für Busse und Bahnen durchzusetzen. Die Politik muss dringend erforderliche weitere Maßnahmen ergreifen, um Menschen in der Krise vor dem sozialen Abstieg zu bewahren, prekär Beschäftigte, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende, Erwerbslose, sie alle besser zu schützen. Und ja, dafür muss mehr Geld in die Hand genommen werden, viel mehr Geld. Die notwendigen Investitionen dafür können wir aus Krediten finanzieren. Für laufende Ausgaben eine gerechtere Besteuerung der Reichen und Vermögenden durchsetzen. Und wenn Sie doch so unbedingt die Schulden dann künftig wieder abbauen wollen, dann lassen Sie uns eine einmalige Vermögensabgabe nach dem Vorbild des Lastenausgleichsgesetzes unter Konrad Adenauer durchsetzen. Das, meine Damen und Herren, sind die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen. Abschließend, für mindestens 3 von 10 Hessen, für Gewerkschaften und für soziale Verbände ist heute ein bemerkenswerter Tag. CDU und GRÜNE belegen mit ihrem Gesetzentwurf heute, dass alle Kritiker mit ihrer ablehnenden Haltung zur Schuldenbremse so falsch nicht gelegen haben können. Ein Etappensieg für alle, die schon 2011 gesagt haben, die Schuldenbremse, das ist ein Investitionshemmnis, die Schuldenbremse, das bedeutet Sozialabbau und Austeritätspolitik, das ist ein Konzept von gestern und kein Rezept für die Zukunft. Sie alle können sich heute bestätigt sehen. Lassen Sie also, und das ist mein letzter Satz, lassen Sie uns also die Streiterei über 2/3-Mehrheiten ein wenig beiseite schieben und lassen Sie uns schauen, wie wir gemeinsam die Schuldenbremse überwinden, z.B. mit einer parteiübergreifenden Initiative, um sie wieder aus unserer hessischen Verfassung herauszuholen. Das wäre eine wichtige Antwort auf die Krise. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Da waren jetzt 40 Willi-Bonus-Sekunden dabei. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Michael Reul. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir befinden uns weiterhin in einer historisch einmaligen Situation, und diese erfordert unser gemeinsames, konsequentes Handeln. Und um einige Redner mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, es geht hier nicht um die Abschaffung der Schuldenbremse. Wenn ich hier den Reden zugehört habe, bin ich schon ein bisschen verwundert. Es geht um das Ausführungsgesetz. Die Schuldenbremse halten wir für sinnvoll, für gut. Die wollen wir weiterhin haben. Wir diskutieren heute zum ersten Mal über das Ausführungsgesetz und über die erforderliche Mehrheit, um eine Krise festzustellen. Und deshalb handelt es sich hier um eine rein sachliche Frage. Ich kann ja verstehen, dass bei dem einen oder anderen Redner Emotionalität mitschwingt. Aber ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, Verhandlungsdetails hier zu berichten oder in persönlichen Angriffen wie gegenüber dem Kollegen Kaufmann zu agieren. Dies halte ich nicht für opportun. Wenn man Verhandlungen führt, führt man die so,
und danach gibt es ein Ergebnis. Und das Ergebnis muss man akzeptieren, ob es einem gefällt oder nicht. Das ist nicht eine Grundlage für persönliche Angriffe, sonst ist man nämlich der schlechte Verlierer. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, niemand hat von den Rednern der SPD und der FDP am heutigen Tage bisher erwähnt, dass wir vor einer mehrjährigen Herausforderung stehen. Wir stehen nicht vor dem Klein-Klein. Wir haben eine Krise, die es bisher noch nie gab, und die erfordert eine mehrjährige Antwort und nicht das Klein-Klein alle drei Monate in Kränzchen zusammenzusetzen, über Dinge zu diskutieren, sondern wir brauchen jetzt einen Entwurf, wir brauchen jetzt ein Signal, und wir wollen jetzt handlungsfähig sein. Und dies werden wir tun. Weiterhin, weil Sie sich ja so sehr freuen über Zitate, möchte ich auch jetzt noch einmal zitieren den Kollegen Schmidt von der SPD. Er führte aus, Zitat, solche Zweidrittelmehrheiten führen am Ende immer zu politischem Kuhhandel. Am Ende führen sie immer dazu, dass es um Mehrheiten geht, die nicht die Regierungsmehrheit abbilden, sondern da müssen weiterhin zugenommen werden, und die wollen dafür einen Preis haben. Wie weise gesprochen, schon damals in der Debatte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind uns einig, dass die Zweidrittelhürde der Mitglieder des Landtages eine immens hohe Hürde ist. Zur damaligen Zeit wurde sie eingeführt, um die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer strukturellen Neuverschuldung so gering wie möglich zu machen, da es in der Regel der Mithilfe der Opposition bedarf, um die Ausnahmesituation zu erklären. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich dafür bedanken, dass wir gemeinsam am 24. März die Kraft gehabt haben, uns gemeinsam zu vereinen und die Notsituation anzuerkennen und zu beschließen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie bleiben mir die Antwort schuldig dafür, warum wir jetzt nicht mehr eine Krise haben. Ist für Sie die Krise erledigt? Haben wir keine Pandemie mehr? Oder warum sind Sie nicht mehr bereit, diese Erklärung nachzuvollziehen? Denn das ist doch eigentlich der zentrale Punkt. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht geändert, damit Sie diese Feststellung nicht mehr treffen können? Es geht doch nur darum, meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht nicht um Sondervermögen oder Nachtragshaushalt. Es geht um die Feststellung einer Krisensituation und der Pandemie. Und das, was wir daraus danach machen, ist Regierungshandeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, wenn Sie nicht bereit sind, die Krise festzustellen, dann werden wir dies auch nach außen tragen, dass Sie meinen, in der jetzigen Situation den Bürgerinnen und Bürgern nicht helfen zu wollen und im Klein-Klein sich ergehen wollen. Und eines ist vollkommen klar. In einer solchen Situation darf eine Landesregierung nie erpressbar sein. Verhandlungsbereit, jawohl, aber nicht erpressbar. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben, Sie können noch so laut schreien, wie Sie wollen. Es scheint ja Sie zu treffen. Es scheint Sie ja zu treffen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht darum, dass die Landesregierung handlungsfähig ist. Die Handlungsfähigkeit der Regierung werden. Herr Kollege Reul, Sie haben das Wort, und ich bitte alle übrigen Herrn Kollegen Reul zuzuhören. Ansonsten bitte ich um Ruhe. Ich fahre fort. Eine Landesregierung muss in der Krise handlungsfähig sein. Die Handlungsfähigkeit werden die Regierungskoalitionen zur Verfügung stellen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Kollege Rudolph, ich habe heute Morgen Ihre Einlassung gehört, auch was Sie gesagt haben. Ich kann das in der Emotion bestehen, aber lassen Sie uns auch auf die sachliche Ebene zurückkommen. Sachlich kann man einfach feststellen, es gab ein Angebot, das ausgeschlagen worden ist, und man kam nicht zum gemeinsamen Ergebnis, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mehr muss ich da. Herr Kollege Reul, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rock zu. Bitte schön. Herr Abg. Reul, können Sie uns einmal aufklären, wer die Landesregierung erpresst hat oder wie Sie darauf kommen, dass jemand versuchen würde, die Landesregierung zu erpressen? Können Sie das einmal genauer ausführen für uns?
Lieber Herr Kollege Rock, Sie wissen genau als Teilnehmer der Verhandlung, dass wir über gewisse Dinge gesprochen haben. Und Sie wissen, dass die Regierung den Vorschlag Sondervermögen eingebracht hat, dass Sie aber keine Bereitschaft haben, ein Sondervermögen zu machen, sondern Sie wollen nur einen Nachtragshaushalt machen. Sie haben dies erklärt, dies gilt vor der Sommerpause. Und irgendwann im Herbst reden wir einmal darüber. Es wurde die Forderung erhoben, dass das Geld für die Kommunen herausgenommen wird, 2,5 Milliarden. Wir haben es angeboten. Trotzdem haben Sie sich nicht bewegt. Sie sehen für dieses Jahr 900 Millionen für die Kommunen vor. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir tauschen uns gerne noch weiter sehr intensiv morgen auch in der Haushaltsdebatte aus. Aber Herr Kollege Rock, ganz ehrlich, Sie wissen schon, mit welcher Voraussetzung Sie hereingegangen sind in diese Diskussion und auch in die Verhandlungen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir waren siebenmal mit Ihnen zusammen. Und wie gesagt, wenn Sie das jetzt im Nachhinein so darstellen wollen, dann ist das Ihre Sache, dann können Sie es gerne so darstellen. Ich bleibe dabei, die Menschen in Hessen brauchen ein klares Signal, wie es weitergeht. Wir wollen die Handlungsfähigkeit der Regierung, wir stellen die Handlungsfähigkeit auch zur Verfügung, und wir wollen an dieser Stelle den Menschen helfen. Das ist unser wichtiger Punkt. Und das ist eigentlich sehr gelehrt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, eigentlich ist es doch absurd, wenn Sie mehr oder weniger lautstark Hilfen für selbstständige Kommunen, Unternehmen usw. so fordern, jedoch das Sondervermögen, genau das, was die Mehrjährigkeit damit zur Verfügung stellt, damit wir diese Maßnahmen machen können, blockieren. Und indem Sie dies blockieren, blockieren Sie die Hilfen für die Menschen hier in Hessen. Dies machen wir nicht mit. Wir gehen den Weg. Wir machen den Weg frei für die Hilfen für die Menschen. Und das ist wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wichtig, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Ende. Wir hatten Ihnen angeboten, aus dem Sondervermögen 3 Milliarden Euro herauszunehmen. Wir haben Ihnen angeboten, die Beteiligungsrechte des Parlaments zu stärken, dass der Haushaltsausschuss bei Entscheidungen über 1 Million mitredet, anstatt 10 Millionen. Und wir haben Ihnen auch angeboten, dass die einzelnen Töpfe nur eine 10-prozentige Deckungsfähigkeit nach Beschluss des Haushaltsausschusses haben. Dies haben wir Ihnen alles angeboten. Es wurde ausgeschlagen, und deshalb gehen wir heute diesen Weg. Sie haben uns quasi dazu gezwungen, weil wir wollen, dass wir den Menschen in Hessen helfen können. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf die weitere Diskussion. Herr Kollege Lambrou, wollen Sie? Sie haben noch 2 Minuten und 7 Sekunden. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte dem hervorragenden Vortrag von meinem Kollegen Erich Heidkamp nur einen Aspekt hinzufügen, denn er hat de facto alles gesagt. Und zwar, und das ist mir wichtig, hier festzuhalten, die CDU überholt mit der faktischen Abschaffung der Schuldenbremse. Letztendlich hier gerade selbst die SPD links, denn selbst die SPD lehnt diese 12 Milliarden Verschuldungsorgie ab. Und es sollte Ihnen zusätzlich zu denken geben, liebe Kollegen von der CDU, dass Sie mit dieser Vorgehensweise sogar eine der Kernforderungen der sozialistischen Linke erfüllen. Wieder schlagen Sie einen konservativen Eckpfeiler, hier einen finanzpolitischen, aus Ihrem Programm. Und diese Schuldenorgie mit der Gießkanne kommt übrigens bei den konservativen Wählern in Hessen überhaupt nicht gut an, wie ich übrigens aus zahlreichen Gesprächen mit CDU-Wählern in den vergangenen Tagen auch selber konkret erlebt habe. Sie räumen mehr und mehr das konservative Feld für die konservativ-bürgerliche AfD, und sie werden täglich ihren grünen Koalitionspartner immer ähnlicher.
Und ich sage Ihnen eines. In wenigen Jahren wird man diesen zweiten pauschalen Schuldenorgien-Nachtragshaushalt über 12 Milliarden € als Beginn des Abstieges der CDU als konservative Kraft in Hessen benennen können. Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Boddenberg. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich ziehe einmal vor die Klammer, dass ich glaube, das wird jeder nachvollziehen können, dass ich zur AfD und zur LINKEN eigentlich nicht viel sagen muss. Mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit mit mir. Dazu muss ich keinen zweiten Satz sagen. Das wird so bleiben, und das war immer so. Und mit den LINKEN gibt es keine Zusammenarbeit grundsätzlich. Auch darüber haben wir häufig gesprochen, Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN. Aber heute haben Sie noch einmal einen zusätzlichen Beweis dafür geliefert, dass das richtig ist, weil Sie wollen die Schuldenbremse abschaffen. Und das ist richtig von Herrn Reul gesagt worden. Darüber reden wir nicht. Und Herr Schalauske, wenn Sie sagen, lass uns doch einmal ein neues Gesetz und eine neue Volksabstimmung in Hessen machen. Das Grundgesetz haben Sie ein bisschen aus den Augen verloren, ist meine Wahrnehmung dessen, was Sie hier vorgetragen haben. Insofern, das vor der Klammer AfD und LINKE, glaube ich, kann ich jetzt einfach einmal zur Seite legen. Frau Kollegin Faeser und Kollege Rock und Herr Weiß, Frau Schardt-Sauer. Also, ich will zunächst einmal versuchen, noch einmal zu rekapitulieren, dass wir in den letzten Wochen, ich finde, sehr ordentliche und sachliche Gespräche geführt haben. Und ich hoffe, dass, auch wenn Sie mit Zwischenrufen versuchen zu stören, wir vielleicht noch fünf Minuten die Chance haben, noch einmal darauf zurückzukommen, dass ich glaube, dass es gelohnt hat, dass wir diesen Streit geführt haben. Und bei einem Streit, wo es so ist, dass zwei Parteien an einem Tisch sitzen mit zunächst einmal sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen bzw. Vorstellungen, kann es passieren, dass man sich einigt. Wir haben über Kompromisse gesprochen, hüben wie drüben. Aber es kann am Ende auch passieren, dass man sich nicht einigt. So, und wir haben uns nicht einigen können, weil es sehr unterschiedliche Vorstellungen in einer zentralen Frage gibt, nämlich haben wir es mit einem mehrjährigen Problem zu tun? Wobei ich in dieser Frage gar nicht sicher bin, ob Sie das nicht eigentlich auch so sehen. Wir aber sagen, wir brauchen jetzt, und zwar jetzt und möglichst schnell, eine Antwort auf dieses mehrjährige Problem. Und Frau Kollegin Faeser und Kollege Rock und FDP und SPD, das machen eine ganze Reihe anderer Länder auch so. Und dann müssen Sie, wenn Sie hier so vortragen, Herr Kollege Rock, natürlich die Frage beantworten, warum haben Sie in der Koalition in Nordrhein-Westfalen, warum haben Sie in der Opposition in Nordrhein-Westfalen einem Sondervermögen deutlich über einen längeren Jahreszeitraum hinaus in Größenordnung von 25 Milliarden € zugestimmt? Dann müssen Sie die gleiche Frage für Sachsen beantworten, dann müssen Sie die gleiche Frage für Bayern und andere Länder beantworten. Und Frau Kollegin Faeser, weil Sie immer den Bund zitieren mit Nachtragshaushalten, dann müssen Sie auch erklären, warum der Bund ja Nachtragshaushalte verabschiedet, jetzt einen zweiten mit einer Gesamtneuverschuldung, Netto-Kreditaufnahme für das Jahr 2020 von 218 Milliarden €. Indem er diese Mittel in großen Teilen verwendet, um sie in mehrjährige verwendbare Sondervermögen zu platzieren. 1 Milliarde für die Kitas, 1,5 Milliarden für die Ganztagsbetreuung, 5 Milliarden für den 5G-Ausbau, alles über viele Jahre angelegt. 25 Milliarden, Frau Kollegin Faeser, für den Bereich Klima- und Energiepolitik bis zum Jahr 2023. Meine Damen und Herren, wo ist denn da der Unterschied zu unserer Antwort, der Antwort von CDU und GRÜNEN hier in Hessen? Und ich will nur zurück, weil die Zeit, wir haben ja morgen Zeit, um über den Haushalt selbst zu reden. Ich will die Zeit nicht überstrapazieren, aber erlauben Sie mir schon noch einen Hinweis. Sie haben beide Seiten, sowohl die FDP wie auch die SPD, immer von dieser ganz knappen, hauchdünnen Einstimmenmehrheit gesprochen. Frau Schardt-Sauer und Kollege Rock, es gab einmal eine Wahl in Hessen, da haben wir die FDP gefragt, wollt ihr nicht weiter mit an Bord bleiben?
und sind damals mit der Antwort beschieden worden, nein, ihr braucht uns ja nicht, weil es gab eine Mehrheit für eine andere Konstellation mit der CDU. Und ich sage bis heute, ich habe das immer verstanden und immer akzeptiert. Aber dann können Sie doch nicht heute hergehen in einer solchen Situation, wo die Menschen Vertrauen, Sicherheit, Stabilität erwarten, sagen, ihr habt aber nur eine ganz knappe Mehrheit von einer Stimme. Und ich finde es richtig, dass der Kollege Reul mal darauf hinweist, dass Sie versuchen, daraus aus dieser knappen Mehrheit ein Problem zu machen. Wir geben Ihnen die Antwort, dass wir damit kein Problem haben, weil diese Regierung handlungs- und regierungsfähig ist. Und letzter Punkt, Kolleginnen und Kollegen, ohne zu sehr über Details zu reden. Ich lasse das weg mit den Details, Frau Kollegin. Aber Sie müssen doch einräumen, dass Ihr Vorschlag, ich sage noch einmal, den kann man argumentieren von Ihrer Seite, dass Ihr Vorschlag aber de facto bedeutet, wenn Sie mit uns der Meinung sind, dass wir nicht nur in 2020 ein Problem haben, dass es so ist, wie es hier von Kollegen Reul und auch von Kollegen Kaufmann beschrieben worden ist, nämlich dass das bedeutet, Ihr Vorschlag bedeutet, dass Sie die nächsten Jahre mit am Tisch sitzen, wenn es beispielsweise um weitere Mittel für pandemiebedingte Folgekosten geht. Sie wollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich verrate jetzt hoffentlich, glaube ich, nicht so viel, Sie wollen auch mit am Tisch sitzen, wenn wir mit den Kommunen reden. Das kann ich verstehen. Herr Kollege Weiß hat darüber gesprochen, die SPD ist die Kommunalpartei und 60% der Kommunalen seien Sozialdemokraten, Oberbürgermeisterlandrede. Da habe ich erst einmal den Eindruck, da sitzen genügend Sozialdemokraten mit am Tisch, wenn wir mit denen verhandeln. Aber die Verhandlungen, aber die Verhandlungen mit den Kommunen, die führt in der Regel der Finanzminister, nicht weil ich eitel bin, sondern weil es doch gar nicht anders sein kann. Oder soll ich Verhandlungen mit den Kommunen unterschiedlichster Couleur, mit den Landräten, mit den Bürgermeistern, den Gemeindevertretern, drei Spitzenverbänden, den Oberbürgermeistern führen und noch aus jeder Fraktion des Hessischen Landtags jemanden mitbringen? Was soll denn das für ein Ergebnis bringen am Ende des Tages? So, Kolleginnen und Kollegen, und dann bin ich fertig. Ich kann es Ihnen auch nicht ersparen. Es haben hier einige zitiert, den Kollegen Pentz, den Kollegen Schmidt, der die Verfassungsgemäßheit seinerzeit hinterfragt hat. Das kann man alles machen. Aber Herr Kollege Weiß, Sie sind noch aktuell Abgeordneter des Hessischen Landtags. Und ich sage auch einmal, ich finde das völlig in Ordnung, weil ich gerne mit Ihnen zusammenarbeite und gerne mit Ihnen streite. Das haben Sie vielleicht noch nicht gemerkt. Das dauert dann ein bisschen, bis Sie es merken. Aber auch Herr Kollege Weiß lässt sich zitieren aus 2013. Der hat nämlich ziemlich ähnlich formuliert, Herr Schalauske, wie das, was Sie von Herrn Kollegen Eulen vorgetragen haben. Herr Kollege Weiß hat seinerzeit sehr viel Kritik an dieser Zweidrittelmehrheit im Ausführungsgesetz formuliert. Und ich darf vielleicht noch einmal daran erinnern, dieses Ausführungsgesetz würde es ohne die CDU gar nicht geben, weil die anderen dagegen waren, beziehungsweise nur die FDP am Ende natürlich mit uns gemeinsam dieses Gesetz verabschiedet hat, mit einfacher Mehrheit beschlossen. Herr Kollege Weiß hat das seinerzeit kritisiert mit dem bezeichnenden Satz, und den finde ich spannend. Der passt nämlich sehr gut zu den Vorwürfen, die Sie zurückblickend auf 2013 heute erheben, indem Herr Weiß gesagt hat, wir können nicht nachvollziehen, dass der Landtag sich mit einfacher Mehrheit selbst auflösen kann, jedoch für neue Schulden zur Überwindung einer echten Notlage eine Zweidrittelmehrheit benötigen soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist doch das völlige Konterkaro zu dem, was Sie heute hier vorgetragen haben. Herr Staatsminister, ich weise nur auf die Redezeit der Fraktionen hin. Vielen Dank für den Hinweis, Herr Präsident. Und ich bin auch fertig. Alles andere morgen. Wir werden morgen darüber reden, wie wir dieses Parlament auch mit einem Sondervermögen so einbinden, wie es sich unter Demokraten gehört. Wir werden Ihnen dazu Vorschläge machen. Wir werden morgen darüber reden, was wir inhaltlich an Schwerpunktsetzungen haben. Vieles davon kennen Sie schon. Und meine Bitte ist, lass uns auch darüber gerne streiten, aber in einem Ton, der angemessen ist und der dem Ernst der Lage auch gerecht wird. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Damit sind wir am Ende der Aussprache der ersten Lesung angelangt. Weitere Wortmeldungen
liegen mir nicht vor. Und wir überweisen den Dringlichen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Haushaltsausschuss. Keiner widerspricht, dann machen wir das so. Zum Ende der Sitzung will ich noch darauf hinweisen, dass der Rechtspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 510 W tagt und der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Raum 501 A. Für heute ist das Plenum zunächst beendet. Herzlichen Dank und einen angenehmen Restabend. Bitte. Und der WKA, genau, der WKA entfällt.